Wir sind heute nicht gut ins Spiel gekommen. Der Gegner hat uns vorgemacht, wie man kämpft. Wir als HSV müssen uns wieder aufrichten und uns auf den nächsten Gegner fokussieren. Wir sind alle enttäuscht, den Aufstieg verpasst zu haben. Kommen dir diese und ähnliche Aussagen bekannt vor? Es gibt Momente, da hört man mehr als nur Worte. Mehr als nur Worte der Spieler, des Trainers und anderer Verantwortliche des HSV. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht bist auch du ein HSV-Fan. Vielleicht bist du genau wie ich in einem Moment des stillen Nachdenkens gefangen. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Über das, was passiert, wenn man ein Fan ist. Nicht nur während des Spiels, sondern die Tage danach. Die Auswirkungen, die es auf dich hat. Es geht nicht nur um das Spiel selbst, sondern darum, was diese Niederlagen in uns anrichten. Und ich will dir von meiner Erfahrung erzählen, denn ich weiß, es gibt viele, die sich genauso fühlen. Es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Es ist die Erfahrung eines Fans, der sich von dieser Liebe zu seinem Verein manchmal fast erdrückt fühlt. Du wachst auf und das Erste, was dir durch den Kopf geht, ist das Spiel. Wieder verloren. Es ist wie ein Gedankenkreislauf, den du nicht abschalten kannst. Die Bilder vom Spiel, die Enttäuschung, sie sind da, immer wieder. Du versuchst deinen Tag zu leben, versuchst zu arbeiten, dich zu konzentrieren, aber es kommen immer wieder diese Gedanken. Warum, frage ich mich, ist das so? Warum lässt mich dieser Verein nicht los? Und das ist der Punkt. Es hört nicht auf. In der Nacht liegst du im Bett und statt den Schlaf zu finden, bist du wach. Der Regen prasselt auf das Fenster, aber du hörst nur die Stimmen. Wir sind heute nicht gut ins Spiel gekommen, oder? Wir müssen uns jetzt wieder aufrichten und weitermachen. Der Gedanke an das Spiel, der Gedanke an das, was hätte sein können, was hätte passieren können, wenn nur, ja wenn. Und du drehst dich von einer Seite zur anderen, versuchst den Kopf frei zu bekommen, aber es geht nicht. Es ist wie ein Film, der sich immer wieder abspielt und du fragst dich, warum kann ich nicht einfach loslassen? Und dann tagsüber, dieser ständige Schatten. Deine Laune hängt davon ab, was auf diesem verdammten Platz passiert ist. Wenn der HSV verliert, verliere ich auch ein Stück von mir. Es zehrt an mir, beeinflusst meine Gedanken, meine Stimmung. Es ist schwer zu beschreiben, aber jeder verdammte Pass, jeder Fehltritt, der diese Niederlage besiegelt hat, bleibt in deinem Kopf. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Du sagst dir, es ist nur ein Spiel, es geht weiter. Aber es fühlt sich nicht so an. Die emotionale Last bleibt und sie ist so präsent, dass sie sich in deinen Alltag schleicht. Du merkst es an deiner Laune, an deinen Reaktionen, an der Art, wie du auf andere Menschen reagierst. Du versuchst normal zu bleiben, aber innerlich kämpfst du, weil diese Niederlage immer noch in dir steckt. Und dann diese Ohnmacht. Du weißt, dass du nichts ändern kannst. Du bist ein Zuschauer, ein Fan, der keine Kontrolle hat. Du siehst zu, wie sich die Dinge entfalten und fragst dich immer wieder, warum passiert das uns immer, immer wieder? Es ist wie ein Drang, etwas zu tun, aber du bist machtlos. Du kannst nur hoffen, aber es fühlt sich oft an, als wäre deine Hoffnung in einem endlosen Kreislauf gefangen. Und vielleicht fragst du dich dann auch, warum? Warum investiere ich so viel in etwas, das mich immer wieder enttäuscht? Es ist diese ständige Zerrissenheit zwischen der Liebe zum Verein und der Enttäuschung, die du erlebst. Du fühlst dich hilflos. Die Enttäuschungen nach jeder Niederlage wiegt schwer. Und du fragst dich, wie lange kann ich das noch ertragen? Aber trotz allem, du bleibst dabei. Und das ist vielleicht das Verrückte daran. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, dass es vielen von uns so geht. Aber trotzdem fühlt es sich manchmal so an, als sei ich allein. Es gibt da diesen kleinen Moment der Gemeinsamkeit, der uns als Fans verbindet. Diese Verbundenheit im Schmerz. Wir sind alle Teil des Ganzen und vielleicht ist genau das der Grund, warum wir trotzdem immer wieder zurückkommen, warum wir trotz der Enttäuschungen weiterhin hoffen. Warum bleiben wir? Trotz allem, trotz der schlaflosen Nächte, der Enttäuschung, der Wut, warum lassen wir nicht einfach los?
Vielleicht, weil der HSV mehr ist als nur ein Verein. Es ist Heimat, es ist Identität, es ist ein Teil von uns. Und auch wenn es weh tut, auch wenn es manchmal zu viel wird, wir können nicht aufhören, weil wir uns mit diesem Verein verbinden, in guten wie in schlechten Zeiten. Denn trotz all der Enttäuschung, die uns immer wieder trifft, bleibt da diese Hoffnung. Die Hoffnung auf das, was noch kommen könnte. Und vielleicht ist es genau diese Hoffnung, die uns als Fan nie wirklich loslässt. Vielleicht ist das die wahre Bedeutung des Fanseins. Es ist nicht nur der Sieg, es ist das Weitermachen, das Durchhalten, das Überstehen von Niederlagen, weil wir uns nicht von ihnen definieren lassen. Denn wir wissen, es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Irgendwann wird dieser Moment kommen, auf den wir alle gewartet haben. Und wir werden da sein, bereit sein, diesen Moment zu feiern, genauso wie wir bereit sind, die Niederlagen zu durchstehen. Denn wir sind Fans und das bedeutet mehr als nur ein Trikot zu tragen. Es bedeutet niemals aufzugeben. Nur der HSV. Ah.